Alter, so langsam habe ich keine Lust mehr, da ständig rauszugehen. Lizzie, mach auch mal was. Ja, morgen. Aha. Auf einmal wieder morgen. Wir haben Ja. schon längst morgen, ne? Ist dir bewusst? Ja, ich wurde angegriffen. Ich muss mich erstmal erholen. Das Ich andere wurde morgen, morgen. ne? Ja. Ich habe keine Waffen, ne? Wie soll ich jetzt an meine Kiste rankommen? An mein Zeugs? Ich habe noch eine Pistole, aber hat die Munition? 15 Schuss. Ja, immerhin. Das muss reichen. Tja, Allerdings, Lizzie, ja. wünsch mir Glück. Ja. Ich habe eine verwesene Mutter getötet. Okay. Verwesene Mutter. Ja, steht einfach, Da verwesene steht Mutter. sicher Verwesende und nicht Verwaiste? Eine Waisenmutter. Ich weiß es nicht. Ich frage nur. Nicht drauf geachtet. Säule. Da steht noch so ein Arschloch-Zombie rum. So, schön den Kopf kühlen. Oh, der müsste Geschichte sein, oder? Ja, yep, der ist tot. Toter Kadaver, was hat er dabei? Ein Lederstaubmantel. Sehr schick. So, ein Hund weniger. Bleibt nur noch der andere Scheißköter. Ey, So, ich der bin ist immer noch auch nicht weg. da. So, jetzt muss ich erstmal ganz, ganz schnell mein Zeugs anziehen. So, wo haben wir es denn? Stoff, Kopf, Stoff, Brust, Stoff, Handschuhe, Stiefel. Wo sind die Stiefel? Da. Stiefel. So. Ein paar schicke Pflanzenbeinschuhe. Wenn ich jetzt noch den Mantel anziehe, überhitze ich, das weiß ich. Okay, so. Stein, Schaufel. Holzbogen. Stein, Axt. Holzstacheln, da. Eisenverstärkter Knübel. So. Na komm schon, geh in die Ecke. Verdammt. Blödes Ding. Ey, unglaublich, wie weit das weg ist. Ich guck mal kurz auf die Karte. Keine Ahnung, wo du sein sollst. Ach, da unten, okay. Boah, dieser blöde Zombie-Köter, ey, Du bist aber der sehr regt weit so schon aus. gelaufen. Der ist im Ja. Arsch der Welt. Aber auf der Karte wird da nichts angezeigt. Aber ja gut, das liegt wohl daran, weil du die Karte hast, ne? Ja, Die bestimmt. Dingskarte. Ah, ich komme näher. Ich bin gleich da. Ja, blinkt jetzt rot. Jetzt blinkt es rot. Was? Hier soll es irgendwo sein? Scheiße, ich überhitze. Ich muss die Hose ausziehen. Muss ich das Ding jetzt hier suchen in der Gegend? Ja, kann ja sein, dass du graben musst oder was auch immer. Keine Ahnung. Oh Mann. Werde jetzt erstmal die ganzen Unebenheiten hier wegmachen. Mach Ja, das. sind so viele. Aha. Werden immer mehr. Aha. So. Du erleidest einen Hitzschlag im ersten Stadium. Willkommen in meiner Welt, geht mir gerade genauso. Aber hier habe ich einen See in der Nähe. Ja, Ich kann habe ein ja paar sein, dass es gelesen. im See ist, oder? Hast du das gefunden jetzt, was auf der Karte war? Oh mein Gott, nein, das ist kein See, das ist eine Straße. Sieht halt bläulich Okay. aus. Was weiß ich denn bei der Grafik, ey? Ja, die Grafik ist okay. Das ist Also ein es gibt Early zwar auch Access viele, Ding. die Geht. da total rummeckern.
Nicht meckern, nicht rum. Sollen wir nicht rummeckern? Ja, aber ich meine auch viele Magazine, die haben halt gemeckert, wieso man sowas halt verkauft, ne? Mit so einer Grafik und mit so vielen Bugs. Die haben das total niedergemacht. Wird das denn auch irgendwie jetzt mit der Zeit genau wie auf dem PC dann erweitert mit Mods und irgendwelchen das Sachen? Das steht leider noch nicht fest. Die Entwickler haben gesagt, das sind zwei verschiedene Entwicklerteams. Einmal die, wo die PC-Fassung weitermachen und dann die, wo die Konsolenfassung machen. Und die, wo die Konsolenfassung machen, haben gesagt, sie sind sich noch nicht im Klaren, ob sie das Spiel weiter unterstützen oder nicht. Ja, ist eine Riesenschweinerei, wenn das nicht passiert, finde ich. Ja, kam gerade erst raus. Naja, das Spiel gibt's ja eigentlich schon ziemlich lange. Was ich eigentlich die größte Schweinerei finde, ist, bei Steam kostet das Spiel 20 Euro und im Steel Sale 10 und wir müssen 35 bezahlen. Ja, ist ja klar. Weil wir Konsolenkinder noch nie so etwas auf der Konsole hatten, so nach dem Motto, ne? Ja. Kann man sehen, wie man will. So. Wie gesagt, passt ein bisschen auf, wenn ihr jetzt ums Gebäude lauft, weil da halt überall an den Rändern jetzt so ein paar Fallen platziert sind. Sieht man die? Oh, mir wurde gerade Fallen? Ja. Okay, gut. Oh, da ist ein Abwurf. Aber ich weiß nicht, wie weit weg er ist. Er ist gerade gelandet. Ach, da oben, ne? Ja. Oh. Aber ich weiß nicht. Voll am Donnern hier. Ich weiß nicht, wie weit weg er ist. Ja, ich habe das nur am Kompass gesehen, keine Ahnung. Wollt ihr was sehr Interessantes wissen? Was denn? Ja. Ich habe Lehm gefunden. Lehm? Unter Wasser, oder? Nein, Erde einfach nur. Ah. Erde? Ja, ich bin einfach die Erde am kaputtschlagen, weil ich gedacht habe, vielleicht ist der Schatz hier irgendwo vergraben. Angefangen, der Erde kaputt zu schlagen an der Stelle hier. Aber das was ist auch. Da bei dir? Wald oder was ist da bei dir? Offenes Gebiet, eigentlich offenes Gebiet nur. Okay. Ich habe auch Lehm gefunden, ich glaub's nicht. Oder? Ne, fruchtbare Erde. Oh. Das sind Steine. Aber was können wir denn mit dem Sand machen? Außer Glas? Weißt du? Können wir überhaupt was damit machen? Müsste bestimmt, oder? Ja. Ja, scheiße, wo soll denn jetzt hier der Schatz sein, verflucht? Ich will den jetzt haben. Shit, da ist noch so ein Bullenzombie. Ja, meine Aufgabe ist immer noch. Meine Aufgabe ist immer noch aktiv. Das war mit der Zeit, war das nur optional. Ah, okay. Okay. Ich weiß nicht, wo der verdammte Schatz sein soll. Ich guck mal kurz auf die Karte, ob da mir ein bisschen näher. Ich habe hier ein Porno-Kino gefunden. Porno-Kino? Ja, da oben drüber steht Adult Movie. Okay. Und ich habe gerade extreme Framerate-Einbrüche, aber ich weiß nicht warum. Ja, wegen dem Porno-Kino, ist normal. Kann auch sein. Das man schon mal. Ich glaube, ich habe eine Idee mit dem Schatz, wo der sein könnte, aber ich glaube. Und? Hat sich meine Idee... Na, natürlich nicht. Warum denn auch, hä? Boah, cool. Hier drin sieht's echt cool aus. Ja, ich habe das gestern auch gefunden gehabt. Das Porno-Kino? Also, ich habe jetzt nicht drauf geachtet, dass das ein Porno-Kino ist. Ich habe nur gesehen, Kino von innen. Ich habe ja nicht geachtet, was da draußen steht. Nur gerade mal, ob es hier irgendwas gibt. Da geht's nach außen. Aber hier muss es irgendwo doch noch in den Raum hier oben reingehen, oder nicht? In diesen komischen Vorführraum. Na, kann das echt so krass sein, dass sie das irgendwo tief vergraben haben? Unter der Erde. Das kann doch sein, oder? Ich weiß es dann. Ich habe noch nie einen Schatz gefunden. Finde ich gerade sehr interessant, weil hier gibt es überhaupt gar nichts eigentlich. Ja, da muss es ja unter der Erde sein.
Ja, deswegen, ja. Ich komme einen Punkt zum Beispiel näher und das zeigt, dann fängt der Bereich an, rot zu leuchten. Okay. Aber ich habe keine. Warte mal, kann ich mir eine Schaufel bauen? Ja, klar Kannst du kannst du dir doch. eine Schaufel bauen. Steinschaufel kannst du dir bauen. Da bin ich blöd, ey. Womit hast du das gemacht die ganze Zeit? Dem Hammer oder der Axt. Lach Das nicht. geht auch. Doch. Geht auch, dauert nur ewig. Ja, was du nicht sagst. Also, geht das schon viel schneller. Aber. Nee, schon gut. So. Hier haben wir nix. Was haben wir hier? Hier haben wir auch nix. Da ist noch eine Tür. Was ist das da? Ha, ich habe einen Fernseher gefunden. Fernseher. Was willst du Ja. dafür haben? Tja. Schauen wir mal, ne? Ich denke, mir fallen da schon Sachen ein. Nimm einfach, du kannst die ganze Truhe von Bellet haben. Ne? Nützt mir ja nichts, die ist ja abgeschlossen. Ja, egal, er macht die auf, wenn ich das sage. Na, wenn ich nett danach frage, könnte er die vielleicht auch machen. Überlege ich mir noch. Ja, wir brauchen einen Fernseher. Hauptsache Oh, ich habe Fernseher, noch egal ein. ob Strom oder nicht, ne? Ich habe noch ein Eisenrohr gefunden. Sehr schön. Wir haben noch Was ist diesen das? Draht haben wir doch, brauchen wir dann noch für die Werkbank. Diesen Nee. einen Gummidraht oder was war das da gewesen? Ja, wir brauchen noch, wie heißt. Ach. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es heißt. Wir brauchen Ja, erstmal den die. Schmelzofen, bevor wir die Werkbank machen können. Aber da wurde doch nur angezeigt, dieses Eisen, die Rohre und dieser Draht und Holz. Ja, und in der Dings steht, in der Beschreibung steht, erfordert Schmiede. Okay. Das sehen wir ja gleich. Wir brauchen nur noch ein Ja. bisschen Lehm. Ich bin gerade auf dem Dach von diesem Kino. Loot gerade, was hier so geht. Bin hier gerade Essen am Einsammeln. Hier liegen lauter Leichen auf dem Dach. Ja, lecker. Ich habe Claudes Schatzkarte gefunden. Tja. Ja. Was sagt man dazu, ne? Ja. Willst du so haben? Irgendwie gerade nicht, so wie das abgeht. Sagst du einfach hier fünf Zombies? Krieg ich einen Stachel im Nacken? Einfach so. Ich bin doch ein Scharfschütze. Ich hab ein Buch gefunden. MacDiver. Ja. MacDiver. Wen meinen die bloß damit? Ich guck grad mal, was ist denn das? Oh! Das sind Rezepte. Das Zum ganze Kochen, oder Buch. wie? Nee, das ganze Buch ist ein Rezept für Alteisenrüstung. Ah. Alteisenstiefel, Beinschiener, Brustpanzer, Helm, Okay. Handschuhe. Cool. Das lese ich mal. Jetzt kann ich Alteisensachen herstellen. Das ist sehr cool. Das ist schon mal ein bisschen angepisst, ey. So. Weil ich hier am Graben bin, die Wüste am Umgraben bin und ich finde nichts. Sag mal, wo liegen denn hier deine Fallen? Sehe überhaupt keine. Mögest du nicht reintreten? Ja. Hallo Freund, ich kenne dich gar nicht, aber ich muss meine Gedanken in meiner dunkelsten Stunde teilen. Ich wurde von einem dieser Monster gebissen und spüre, wie ich mich verwandle. Während ich gegen das Verlangen ankämpfe, meine ganze Familie aufzufressen, möchte ich eine letzte gute Tat vollbringen. Folge dieser Karte, um eines meiner vielen persönlichen Verstecke mit Vorräten zu finden.
Hoffentlich hält es dich am Leben. Mit besten Grüßen, Claude. Die ja, ich Arme. Akzeptiere mal. Das war ein Kerl. Glaube ich. Ja, Claude kann auch die Abkürzung für Claudia sein. Ja, oder kann auch sein. Vom Weihnachtsmann. Santa Claude? Ja. Ich glaube, er ist Santa Claus, oder? Oh, cool, ich habe schwarzes Hemd gefunden. Ich habe eine Denim-Jeans gefunden. Oha. Rotes Halstuch. Ja, eine dann. Fliegerbrille. Wofür braucht man denn eine Fliegerbrille? Bieten ein wenig Schutz für das Gesicht und lassen dich richtig cool aussehen. Ja, toll. Ich nehme mal das rote Halstuch mit für die Lizzie, falls sie es haben will. Ja. Ist aber ne. Ja, wie? Ja, doch. Ich muss jetzt leider schon wieder einen Hitzschlag. So, hast du jetzt mittlerweile mal eine Falle gefunden? Nein, ich habe keinen Bock, eine zu finden und dann da reinzudrehen. Das siehst du, das sind große Holz. Sehen aus wie so Panzersperren. Nur aus Holz. Okay. Die sind hinten um die Basis herum verteilt, da wo die Hunde zum Beispiel vorhin waren. Direkt an der Wand, unten am Boden. Außerhalb der Basis, ne? Nicht innerhalb. Ja. Ich weiß, du gehst nicht gern raus, aber... Ja, bin gerade wieder reingekommen. So, Bergarbeiterhelm habe ich schon wieder gefunden. Das ist doch scheiße hier. Komm zurück nach Hause. Ja, werde ich auch gleich müssen, ist spät. Ja. Ja, es ist 17 Uhr. Ich mache mich jetzt auch langsam mal wieder auf den Weg Richtung Heimat. Kontrollieren nur noch die Spinde hier. Was haben wir da? Cowboy-Hut. Was haben wir da noch? Nichts. Ich gebe das auf gar keinen Fall auf. Ich komme später nochmal hier hin. Ja, wird ja auf der Karte bei dir angezeigt. Schon wieder leere Gläser. Ein Wandofen. Mhm. Ein Unterschrank. Oh, was haben wir denn da? Blei und Kaffeebohnen. Naja. Kaffeebohnen ist gut. Ja, ich habe auch ein paar davon in der Truhe. Aha, sagst du nichts? Ja, hatte doch keine Verwendung. Ja, wie? Sauberes Wasser. Das sind lauter Glaskrüge, aber ich weiß nicht, ob ich die mitzählen sollte oder nicht. Ich glaube schon, weil die verbrauchen sich nämlich, wenn wir Fleisch kochen und so, dann... Verbrauchen sich die Glaskrüge nämlich mit, leider. Wie, ich habe kein Holz mehr. Hallo? Nochmal rausgehen, oder wie?